Hey Freunde, wir sind gerade auf dem begehrten Meinsucht-Server und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Vielleicht erinnert euch noch an das Livestream-Event, als ich gegen meinen Nachbarn Bad Wars gespielt habe, beziehungsweise YouTuber versus Zuschauer. Heute findet die Revanche statt. Ich werde gegen meinen Nachbarn spielen. Im letzten Mal habe ich ganz knapp gewinnen können. Und wir haben vereinbart, dass wir eine Revanche spielen werden mit einem ganz hohen Einsatz, mit ganz, ganz viel. Das heißt, in der Folge hier werde ich nicht nur gegen meinen Nachbarn spielen, sondern auch noch einen hohen Einsatz spielen. Und er ist auch schon im Teamspeak. Ich geh mal rein und frag mal, was abgeht. Hey Moritz. Hi. Alles klar bei dir? Ja. Bist du bereit für unser Battle heute? Ja. Super. Okay, Leute. Wir haben uns jetzt gerade geeinigt, Moritz und ich. Und wir werden um Folgendes spielen. Falls er gewinnt, bekommt er auf Meinsucht den Hero Lifetime Rang komplett, also den höchsten Rang im Server. Und es werden noch 2 Hero Lifetime Ringe auf Twitter verlost. Wenn es aber so sein sollte, dass ich das Rennen hier mache, Leute, dann wird er dieses Mal nicht gebannt, sondern er muss seinen Skin und seinen Namen ändern. Das heißt, wir können uns für ihn was ziemlich Lustiges ausdenken und ihn einfach mal umnennen. Das passiert, wenn ich gewinnen sollte. Moritz, du bist mit diesen Bedingungen einverstanden, richtig? Ja. Super. Dann werde ich dich jetzt mal in die Party einladen. Marlin Inside heißt du, ne? Ja. Marlin Inside. So. Kann das sein, dass ich dich gar nicht einladen darf? Achso, ja. Mach ich an. Ich hab das nämlich vorher schon alles eingestellt. Ja. So, ja, jetzt kannst du mir anschauen. Jetzt habe ich dich eingeladen. Aber so muss ich hier nochmal. So. Du bist drin, ne? Ja. Jetzt ist schon wieder so ein Typ reingekommen. CXN. Schäm dich. Der kommt einfach rein. Was soll denn das? Okay, weißt du was? Ich mach mal kurz eine Whitelist an. Und kick mal ganz kurz diesen Typen hier. Der nervt ja so. Und dann add ich dich mal zur Whitelist, damit du hier auch ganz in Ruhe reinjoinen kannst. Gucken, ob das jetzt funktioniert, Leute. Und dann werden wir gleich mit diesem Mega-Battle starten. Ja, Islands finde ich, glaube ich, ganz cool. Islands finde ich cool. Du hast gegen Gold gevotet, okay. Ja. Moritz, lass uns loslegen. Bist du warm? Ja. Also hast du dich ein bisschen warm gespielt? Was? Ja. Als wenn die dich jetzt wieder gekickt haben. Nee, oder? Alter, irgend so ein Typ hat dich gerade wieder gekickt, das gibt's doch nicht. Bei einer Sekunde. Puh, ich habe jetzt einfach mal alle aus der Silent-Lobby rausgekickt, weil die ganze Zeit die Hero-Leute immer nachgejoint sind. So, das ist eigentlich auch nicht schlimm, aber jetzt gerade wollen wir gegeneinander spielen. Und du bist in der Party. Ich join da jetzt in die Runde. Und ich hoffe, dass dich jetzt keiner rausschmeißt. Wir haben jetzt auch ganz in Ruhe nochmal 50 Sekunden Zeit. Ich vote schon mal wieder für Gold und wir nehmen Islands. Bin ich, glaube ich, immer noch mit zufrieden. Islands können wir spielen. Bist du bereit? Ja. Gut, ich starte die Runde. Und du sagtest vorhin, du bist schon ein bisschen warm gespielt, oder was? Ja, ich bin warm gespielt. Okay, Moritz, dann lass uns loslegen. So, die Runde startet. Oh Gott, wir haben diese kleinen Inseln hier bekommen. Kein Problem. Ich muss sagen, Moritz, ich habe seit längerer Zeit nicht mehr so viel gespielt an Bad Wars. Ich habe ein bisschen mehr auf Griefer Games und so gemacht, ein bisschen mehr Scammer suchen und alles Mögliche. Und ein bisschen Fortnite tatsächlich. Wie sieht's bei dir aus? Joa, auch mal so ein bisschen mit Freunden Fortnite. Du spielst auch ein bisschen Fortnite? Ja. Ja. Oh, eine Sache sagte Moritz vorhin noch. Und zwar, er spielt auch ein bisschen auf Citybuild, aber er spielt auf Bauschit. Moritz, wie kommst du denn dazu, dass du nicht auf Griefer Game spielst, sondern auf Bauschit? Weil, keine Ahnung, mein Freund hat halt auf Bauschit mal angefangen. Da habe ich halt auf Griefer Games auf Rebuild ein bisschen gespielt. Ja. Irgendwann hat das nicht mehr so Spaß gemacht. Dann habe ich ihm halt so ein bisschen bei seinem Shop geholfen und irgendwann bin ich dann halt auch zu Bausucht gekommen. Echt, findest du Bausucht mittlerweile besser? Bauschit natürlich, Leute. Ich meine Bauschit. Warum? Also aus welchem Grund ist Bauschit besser? Weiß nicht, da gibt es nicht so viele Scammer und so. Ah, okay. Ja, das stimmt natürlich. Auf Bauschit sind halt einfach ein bisschen weniger Leute am Start. Ups, erwischt. Und es kann gut sein, dass Flo ein bisschen mehr da aufräumen kann mit den Scammern. Der macht ja auch ziemlich viele Scammer-Videos und so und hat ein paar Leute ihm helfen. Das kann natürlich gut sein. So, Moritz, ich komme. Hallo. Oha, du hast mit einem Eisenblock dich zugebaut. Ja. Ja gut, bei sowas merkt man auch, dass es jetzt um einiges geht, ne? Weil, wenn man schon Eisenblöcke einsetzt, das ist natürlich nicht ganz normal. Aber ich hätte vielleicht auch ein bisschen krasser mich zubauen sollen.
Und noch ein Spinnenweben. Ich habe natürlich keine Rüstung. Was mache ich denn jetzt? Na, vielleicht warte ich einfach mal ab, Moritz. Vielleicht warte ich einfach mal ab, bis du was machst. Ich habe Zeit. Du hast Zeit. Ich habe auch Zeit. Moritz. Komm schon. Willst du echt jetzt die ganze Zeit in den Spinnenweben da stecken bleiben? Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Lass mich wenigstens... Nein, ich wollte wenigstens ein Eisen noch sneaken. Das hat nicht geklappt. Oh, verdammt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Egal, gar kein Problem, Moritz. Ich kaufe mir jetzt erst jetzt mal das hier vorne. Dann kaufe ich mir das, das, das. Oh shit. Gibt's doch nicht. Jetzt hätte ich auch gerne Spinnenweben. Das gibt's doch nicht. Moritz! Fuck. Ja! Nein, raus! Nein, er steckt im Spinnenweben! Er steckt im Spinnenweben! Du steckst im... Hau ab, Moritz! Raus da! Raus! Nein, nein, nein! Ja! Oh nein. Gott, Gott, Gott! Alter, hast du mir gerade einen Schrecken eingejagt. Oh, ich merke, dass ich... Also, was ich extrem merke, ist, desto weniger man Battle spielt, desto langsamer wird man auch im Kaufen. Das merke ich gerade extrem. Bei mir ist das Problem, ich zitter ein bisschen. Echt, du zitterst? Aber nicht mehr so viel wie letzte Runde. Ja, ich weiß noch, die letzte Runde konnte ich noch gewinnen gegen dich. Da war alles noch ein bisschen... Warst du noch ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen schlechter, aber ich glaube, es war doch einfacher, weißt du? Ja. Ah, verdammt. Ich versuche jetzt mal ein bisschen früher da zu sein. Meine Base ist natürlich komplett kaputt. Du hast schon wieder dich voll equipped. Also du kaufst definitiv viel schneller als ich. Boah, jetzt schnell rüber bridgen. Komm ab, gekommen. Renn, renn, renn. Ich springe jetzt, ich springe jetzt. Okay. Versuchen wir einen Bettentausch. Bin gespannt, ob du dir irgendwas kaufst oder so, irgendwas snackst. Bist du schon am Eisenblock? Was? Du bist schon am Bett? Okay. Oh Gott. Das wird eng. Weiß ich nicht. Das wird eng. Machst du einen Teleporter? Nein, den Teleporter mache ich nicht. Geht zu riskant. Ich hab schon eine andere Geheimnisse. Du hast andere Geheimnisse. Geheimwaffe, ja. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass du doch einen Teleporter anschmeißt. Ich finde die Runde gerade so spannend, weil es halt auch einfach um so viel geht, weißt du? Verdammt nochmal. Ich habe sogar teilweise Sachen doppelt. Oh Gott, oh Gott. Okay, Moritz. Machen wir mal so. Bitte lass mich gewinnen. Du, ich kann dich nicht einfach gewinnen lassen, das weißt du aber auch. Es geht ja auch für mich um einiges. Ich verlos ja zwei Hero-Ränge plus einen an dich. Also drei, es geht quasi um drei Ränge gerade. Und ich würde super gerne sehen, dass du jetzt irgendwie Ich bin ein Noob 1, 2, 3 heißt oder so, weißt du. Und dann gebe ich den Steve-Skin. Oh Gott. Das wäre geil. Und dann auf Bowser mit 1,5 Millionen und 40 Köpfen und so. Ist das viel, 1,5 Millionen auf Bowser? Ja, haben glaube ich nur 20 Leute über 1 Million. Also bist du so richtig rich, oder was? Ja, ein Drachenei, 40 Köpfe, ein paar Blüten. Okay. Das ist natürlich auch gut. Nein! Was war das denn? Hä? Ja! Hä? Hä? Oh mein Gott. Und hier ist erst ein Spieler drin. Bowshit, abonniert alle Flutter. Ja, okay. Okay, Alter. Oh mein Gott, ich muss dringend mehr Bad Wars spielen. Freunde, wenn ihr Bock habt, dass ich mehr Bad Wars zocke, gebt den Daumen nach oben. Du hast dir auf jeden Fall jetzt einen Hero Lifetime Rang verdient. Den werde ich dir direkt jetzt nach der Folge aktivieren. Außerdem werden wir auf Twitter, also wenn das Video online ist, zwei Hero Lifetime Ränge noch raushauen. Also auch Lifetime Ränge, nicht irgendwie 12 Monate, 1 Monat, sonst was, sondern Lifetime Hero Ränge gehen raus auf Twitter. Das hast du dir verdient, Moritz. Ich glaube, diesmal warst du der bessere Spieler, auch wenn ich letztes Mal gewonnen habe. Ja. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, wenn ihr Bock habt,
dass wir... Ja, sag ruhig, Moritz. Kann ich dich noch in der Freundesliste haben? Ich kann dich gleich noch adden, ja. Du kriegst, okay, den Rang, dann adde ich dich auch noch. Freunde, wenn ihr möchtet, dass wir vielleicht noch eine dritte Runde spielen gegen Moritz, der auch mein Nachbar ist, und gegen den wir jetzt eine super spannende Folge hatten, dann schreibt es doch in die Kommentare rein. Und wenn ihr vielleicht Lust habt, dass ich öfter mal Bad Boys bringe oder was ich genau auf Mainsucht mal für Challenges machen soll, schreibt das alles jetzt rein. Ich wünsche euch jetzt einen super schönen Tag. Moritz, dir auch. Haut rein, bis dann und ciao. Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, klick doch jetzt hier auf mein rundes Bild, um mich kostenlos zu abonnieren oder weiter unten auf den Abonnieren-Button. Vergiss bitte auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, falls ich ein neues Video hochlade. Und jetzt gibt's hier das Video von gestern, was ziemlich cool war. Morgen gibt's dann ein brandneues Video und mein Instagram heißt abgeinsta, da kannst du mir sehr gerne folgen. Hab jetzt noch einen sehr schönen Tag. Bis dann und ciao.